fünf ultimative Tipps gegen Heißhungerattacken. Wir alle kennen sie, oder? Du hast richtig Bock auf so einen Cheat, willst dir mal wieder richtig was gönnen und musst wirklich mit deinem inneren Schweinehund kämpfen, um zu sagen, nein, Mann, ich bin stärker als mein Wille. Aber es geht viel einfacher. Wie schaffen es einige Profis, ihre Wettkampfdiät gefühlt mit links durchzuziehen, während andere schon bei der kleinsten Diät am Struggeln sind? Wie schafft man es, dass der eine Athlet gefühlt das ganze Jahr über ripped ist, wo der andere übelst jedes Mal auseinandergeht und sagt, was du das macht? Nein, Mann, du bist eine faule Sau und hast das Game einfach nicht verstanden. Ich kenne beide Wege. Ich habe wirklich beides schon gemacht und kann erst deswegen mitreden. Ich habe sowohl qualitativ mal aufgebaut, um danach für die FIBO-Wettkampfdiät letztlich ripped zu sein, und ich habe mich mal richtig fett gefressen und bin dann ripped geworden. Erstens ist der Weg dann viel, viel länger und schwerer, und zweitens blieb auch nicht mehr Muskulatur über. Warum also Heißhungerattacken überhaupt riskieren? Wenn du es mal machst und vor allem geplant und kontrolliert, dass du kontrollierst, wann du dir einen Cheat gönnst und nicht umgekehrt und der Cheat sich aussucht, wann du letztlich cheatest. Denk mal drüber nach. Und wenn du dann der Meister darüber bist, dann ist es ein wahrer Gamechanger. Und wie das funktioniert, das erkläre ich dir jetzt. Ess regelmäßig oder Intermittent Fasting. Das sind zwei Möglichkeiten. Intermittent Fasting bedeutet, dass du 16 bis 20 Stunden gar nichts isst. Und das können allerdings nur die, die wirklich gute Esser sind. Häufig machen das eben diese Hungerhaken, dass sie 16 Stunden lang fasten und in 8 Stunden dann kaum was runterbekommen und weit unter ihren Kalorienbedarf sind. Umgekehrt, solltest du ein schlechter Esser sein, isst lieber regelmäßig. Gerne auch mal auf Snacks zurückzuführen, und da sorgst du für einen konstanten Blutzuckerspiegel. Apropos Blutzuckerspiegel. Es gibt natürlich auch Blutzuckerregulatoren. Schreib's auf jeden Fall mit, das sind wirklich goldwerte Tipps. Einmal Apfelessig, Bio Natur trüb, das heißt, wo noch so ein kleiner Bodensatz drin ist. Schmeckt nicht wirklich geil, aber vor einer Kohlenhydratmahlzeit ein Esslöffel rein, ich schwör's dir, wirkt Wunder. Ceylon-Zimt, nimm nicht den normalen Zimt, sondern Ceylon-Zimt. Er ist nicht krebserregend, schmeckt deutlich besser, 5 Gramm vor jeder Kohlenhydratmahlzeit. Berberin, unfassbar potentes Supplement aus der Berberitze-Wurzel gewonnen. 400 Milligramm vorm Essen, vor Kohlenhydraten wohlgemerkt, und schwuppdiwuppdi läuft es. Zum Beispiel Cheatsmarter von BAM Supplements hilft da unfassbar. Reduziere oder vermeide Einfachzucker, die kurzkettigen Kohlenhydrate. Die lassen zwar kurz deine Insulinlevel nach oben schnellen, aber genauso schnell wieder runter. Deswegen, wir wollen versuchen, wirklich einen konstanten Level zu halten. Deswegen sind langkettige Kohlenhydrate mein Vielfaches besser. Ja, langkettige Kohlenhydrate sind zum Beispiel Kartoffeln, die im Übrigen Low Carb sind, was die wenigsten wissen. Reis, gegebenenfalls Nudeln, bestmöglich eben dunkle Nudeln oder eben Haferflocken. Das, mein Lieber, oder das, meine Liebe, sind nur wenige kleine Tipps und Hacks, und du siehst, wie einfach das ganze Game funktionieren kann, wenn man es gelernt hat. Und ich habe es jahrelang, jahrzehntelang falsch gemacht. Und ich dachte mir, mich hat's gewurmt. Wieso zum Teufel klappt es bei den einen und bei den anderen nicht? Und ich habe mich in Glaubenssätze rausgeredet, das ist die Genetik. Und ich schwöre es dir, Hand aufs Herz, jeder kann es packen. Jeder von uns kann es packen, wirklich Apps zu besitzen, sofern man es natürlich möchte. Jeder kann sich wohlfühlen in seiner Woche. All das ist nur gepaart mit Wissen. Und dieses Wissen bringen wir mit und geben es dir an die Hand. Zum einen sollst du deinen Körper verstehen. Und das lernst du in Form von EAT, meiner ultimativen Ernährungsbibel. Mehr als 180 Seiten zeigen dir letztlich in der einfachsten Wortweise auf, wie dein Game funktioniert, wie dein Körper funktioniert und was du zu essen hast, ohne zu verzichten, ohne dass du hungern musst, sondern einfach mit solchen kleinen Ninja-Hacks. Und wenn du es verstanden hast, dann wirst du dich fragen, wieso nicht früher? Und all das, das bekommst du aktuell zum unfassbar geilen Preis. Nicht nur EAT, sondern unser 5er Kochbuchband mit mehr als 200 Rezepten, wo du Kuchen, Torten, Döner, Pizzen, Burger, alles, wirklich alles gesund nachmachen kannst, ohne Geschmacksabbruch und was du ohne Reue verputzt. Du kannst Omi, Mutti zum Besuch einladen, und die würden nicht rausschmecken, dass der Cheesecake clean ist und wenig Fette bzw. keinen Zucker enthält. All solche Möglichkeiten sind hier mit dem 5er Kochbuchband. Und all das, das aktuell bis zu 68% dank der Wild Week bei uns reduziert. Das heißt, wenn du heute nicht kaufst, wann dann? Du kannst mehr als 100 Euro aktuell sparen. Die Frage ist, in was investierst du sonst? Oder wofür gibst du sonst dein Geld aus? Für welche Dinge? Neue Schuhe, die machen dich nicht schlank. Neue Schminke, die machen dich nicht hübsch. Räum doch mal in erster Instanz innen auf. Was ist dir dein Körper wert? Was ist dein Selbstwert? Und all das bekommst du jetzt zu einem unfassbar geilen Preis. Also fang doch in erster Linie mal bei dir an. Und ich schwöre dir, so entsteht das Glück. Nicht über Dinge, um Leute zu imponieren, die du eh nicht magst. Fang bei dir an. Erhöhe dein Selbstwert, erhöhe dein Selbstvertrauen. Und das kriegst du anhand dieser Bücher garantiert. Und das verspreche ich dir. Wir haben mittlerweile Zehntausende von Lesern. Lift, Eat und Lift 2.0.
und etliche Bewertungen, hunderte von denen bei uns im Shop. Check die einfach mal aus und diese 100% Weiterempfehlungsrate und 5 von 5 für Sternebewertungen, die kommen nicht von irgendwo her. In dem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Invest deines Lebens, wahrscheinlich des Jahres. Schreib mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Euer Jelinger.